Hallo, ich habe heute ein besonderes Video für euch. Ich habe es euch schon angekündigt im letzten Video. Heute soll es um den zweiten Teil gehen zum Thema Südafrika und ich möchte das Video Moncur widmen. Bevor ich euch jetzt irgendwelche Clips zeige aus Südafrika, ist es erstmal wichtig zu wissen, was ist Moncur und warum war ich dort und was habe ich damit zu tun. Moncur ist eine Non-Profit-Organisation, die haben Marie und ihr Freund gegründet. Und Katrin kam dann wenig später auch dazu. Die beiden, Katrin und Marie, habt ihr kennengelernt in meinem Vlog. Marie und ihr Freund waren in Südafrika und haben gesehen, dass eben nicht alles so cool ist. Es ist ein wunderschönes Land und es ist ganz, ganz toll, aber es gibt eben auch dunkle Seiten und sie wollten einfach helfen und was machen. Und so entstand das Moncur, also mein Herz, ein Armband. Und ich kannte die Organisation nicht, die beiden nicht. Ich habe einfach von einer ganz, ganz lieben Freundin, liebe Grüße an dich, dieses Armband geschenkt bekommen. Und ich dachte erstmal so, ja, ein Perlenarmband ist jetzt so ein bisschen spießig. Und sie meinte, nein, schau mal, das ist was Gutes, guck dir an, was die sozusagen machen. Und das habe ich auch getan. Das ist ein Armband, das kostet 10 Euro. Und von diesen 10 Euro geht 1 Euro an die Menschen, die eben diese Armbänder produzieren, also das alles zusammen machen. 9 Euro gehen in die Bildung, vor allem in Südafrika. Das bedeutet im Speziellen, das wird eingesetzt für Kindergärten und Schulen, bei Kindergärten für Material, für Essen, überhaupt Schulgelder, vor allem auch was Schulen angeht, war es jetzt auch so, ich war im Kindergarten mit und da war eben ein Mädchen und dem konnte ermöglicht werden, dass sie auf eine Highschool geht, die eben sozusagen gemischt ist und die sie sich sonst überhaupt nicht hätte leisten können. So will halt Moncur gewährleisten, dass man besser integriert wird, dass man die gleichen Chancen hat. Und falls ihr euch fragt, der Rest des Geldes, der irgendwie gebraucht wird für Reisen dorthin, um irgendwas abzuwickeln und Leute zu bezahlen und so weiter, ist größtenteils eben gedeckt durch nochmal Großspenden. Also ihr könnt auch so spenden, einfach um dann solche Kosten zu decken. Dann war natürlich die erste Frage, wie werden die Armbänder hergestellt? Dafür waren wir dann in einem Township, das heißt Mitchell's Plain. Und dort wohnt die Moncur-Familie, vor allem die Mami, die knüpft diese Armbänder, der Papa aber glaube ich auch. Das ist halt super cool gewesen, weil wir die besucht haben. What we can do is here at the back, ne? Is it okay? Or when I have some pens. Yes, 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 good, yes. Also those in red. Yes, yes, yes. I love them. I chose this one already. I chose this one already. Thank you. Can I smell? Do you like it? Yeah. Coconut, we is that okay? Mouses? Huh? Do we still have these mouses? Is that nice? Yeah. Do you want one? Can I have one? Als erstes, also auch wenn ihr jetzt die Bilder seht, ist man so ein bisschen geschockt. Also ich kenne sowas in der Art, aber nicht so extrem mit diesen Wellblechhütten. Und die Umstände sind einfach total krass und untereinander ist es auch nicht friedlich. Man hört totale Horrorgeschichten, die da in diesen Townships ablaufen. Das ist halt die Moncur-Familie. Die Mama, wie gesagt, macht die Armbänder. In Deutschland gibt es auch noch zwei Flüchtlinge, die auch mithelfen und die Armbänder machen, wenn es mal ein bisschen mehr wird. Ich habe auch ein Moncur-T-Shirt an, auf dem steht This is Home. Und hinten zeige ich euch auch nochmal, ist das Moncur-Logo sozusagen draufgestickt. Und das war auch die Mama. Die hat hinten das draufgestickt und auch innen. Die Familie ist so süß und wir haben dann mit denen zusammen schon mal vor Weihnachten gefeiert. Und die haben sich so, so sehr gefreut. Und wir waren dann auch noch abends zusammen essen. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie die reingehauen haben, weil das natürlich überhaupt nicht irgendwie normal ist. Aber es war einfach so schön zu sehen, was halt wirklich dahinter steckt und dass es unter fairen Bedingungen passiert und dass sich da eben eine Familie rausgepickt wurde, die halt sonst hätte nicht bestehen können und der es jetzt aber den Umständen entsprechend gut geht und die glücklich sind. Wir sind dann auch noch rumgelaufen und haben da im Township auch Süßigkeiten und Kugelschreiber, die ich eben mitgebracht habe, verteilt, was auch nicht so einfach war, weil dass einfach, wie gesagt, untereinander die Familien nicht mal gut können. Da sind auch viele Ausländer, die nicht aus Südafrika kommen. Und das ist genau wie in jedem Land auch immer ein Problem mit den Ausländern und dass man da eben nicht so akzeptiert wird. Das war auf jeden Fall eine krasse Erfahrung. Das ist die Familie, der es einfach den Umständen entsprechend
gut geht, die glücklich sind, und das macht mich glücklich. Und was mich genauso glücklich gemacht hat, ist, was wir erreicht haben. Denn durch uns konnte Moncur eben den Kindergarten Little Lambs unterstützen. Ich blende euch jetzt mal ein, wie es dort war. Falls ihr ein bisschen seid wie ich, dann könnte es sein, dass ihr wie ich jetzt auch wieder ein bisschen emotional werdet. Aber es ist einfach, finde ich, herzallerliebst. Warum können diese kleinen 3-4-jährigen Mädchen besser tanzen als die meisten von uns? Das ist die Frage. Übrigens, falls die Szene ein bisschen komisch aussieht, ich habe einfach halt Süßigkeiten mitgebracht für die Kinder, die haben sich voll gefreut, aber in dem Kindergarten ist es wirklich sehr strikt. Hi. Hi. My name is Jasmin. Do you know this? Yes. Do you like it? Yes. Okay. What is your name? Also meinten eben die Erzieher, du pass auf, ihr stellt euch jetzt alle in eine Reihe, einmal hier die Mädchen, einmal hier die Jungen, ihr kommt einzeln nach vorne und ihr bekommt was Süßes, aber das dürft ihr nicht essen, weil wir jetzt erst Mittagsschlaf haben und danach dürft ihr euch dann belohnen. Und das klingt vielleicht erstmal so ein bisschen, oh Gott, die armen Kinder. Aber für die war das voll okay und das ist ja auch gar nicht böse gemeint. Vor allem ging es der Erzieherin darum, dass sie keinen Zuckerschock bekommen und dann nicht mehr schlafen können. Was auch sinnvoll war. Aber die haben sich total gefreut. Das ist natürlich das Wichtigste. Und es ist einfach so, so schön, dass es aussieht wie ein ganz normaler Kindergarten, finde ich. Also ich habe früher auch im Kindergarten hier in Deutschland gearbeitet und es sieht wirklich sehr, sehr ähnlich aus. Aber die Clips, die ihr jetzt seht, die zeigen ein... ja, eher normalen Kindergarten in einem anderen Township, auch bei Kapstadt in der Nähe. Also diese Townships sind nie in der Stadt, sondern immer halt drumherum. Ich glaube, dann könnt ihr ganz gut den Unterschied sehen zwischen Little Lambs und diesem Kindergarten, der eben noch nicht unterstützt wird. Falls das jetzt so ein bisschen grob oder distanziert aussieht,
Macht euch keine Sorgen, den Kindern dort geht es total gut, da genau in diesem Kindergarten. Wenn man rausgeht, dann ist es schon eine andere Sache, aber das ist so ihr Happy Place. Aber wie ihr wahrscheinlich auch sehen könnt, Little Lambs ist dagegen riesig, hat viele Räume für jede Klasse ein oder für jede Gruppe ein. Hier ist es eben so, das ist im Prinzip ein kleiner Raum, eine kleine Hütte und da sind eben alle drin übereinander gestapelt so ein bisschen. Das war einfach herzzerreißend und die waren alle so, so süß. Ich war wirklich so kurz davor, einige von ihnen mitzunehmen, weil die einfach, die sind so süß und man will einfach, dass es ihnen gut geht. Und wir waren eben vor allem in dem Kindergarten, um zu schauen, ob Moncur diesen Kindergarten unterstützen will. Und es sieht wohl auch ganz gut aus. Ich bin jetzt nicht auf dem allerneuesten Stand, aber auf jeden Fall sieht es so aus, als ob sozusagen als nächstes Projekt auch da rein investiert werden soll, damit der Kindergarten ausgebaut werden kann, einfach mehr Materialien zur Verfügung stehen und vor allem, wenn es auch zum Beispiel um Essen geht und so weiter, da einfach genug da ist für die Kinder und dass, wie gesagt, ihr Happy Place ist und sie sich da wohlfühlen können und keine Angst haben müssen. Ich sitze hier gerade seit 10 Minuten und spreche nicht und denke nach, aber ich glaube, ich habe den Großteil gesagt. Moncur ist eine Non-Profit-Organisation, die sich für die Bildung einsetzt von Kindern, vor allem in Südafrika. Sie haben zum Beispiel Little Lambs unterstützt den Kindergarten. Ihr habt den anderen Kindergarten gesehen, den sie unterstützen wollen. Und das geht natürlich auch nur wieder mit Unterstützung von uns allen und noch ganz vielen anderen Menschen, die hoffentlich auch alle Moncur unterstützen wollen. Es gibt das Armband, es gibt Portemonnaie, Socken. Ich weiß jetzt gerade nicht, ob es das T-Shirt bald gibt. Das war eher so ein Testlauf und die sind so süß. Ich wusste nicht, dass ich das T-Shirt bekomme und sie haben es mir einfach, als sie mich besucht haben, auf mein Bett ganz sneaky gelegt. Und am letzten Tag habe ich halt so ganz schnell gepackt und sehe plötzlich das T-Shirt. Lieben Dank nochmal an euch beide. Und an sich nochmal lieben Dank an euch beide, weil das war für mich wirklich eine ganz tolle Zeit und eine ganz besondere Zeit und eine ganz besondere Erfahrung und Reise und ich bin so, so dankbar, dass ich Teil von Moncur geworden bin und ich bin so extrem dankbar, dass ihr da draußen ganz viele von euch auch ein Teil von Moncur seid und etwas Gutes tut und das macht mich einfach unglaublich glücklich, dass ihr so seid, wie ihr seid und dass ihr mich unterstützt und dass wir zusammen so etwas Tolles unterstützen können und ich hoffe, dass das in Zukunft auch so weitergeht. Es macht einfach glücklich. So, damit beende ich jetzt das Video. Danke an euch und ich hoffe, das Video hat euch geholfen und ich würde mich super, super freuen, wenn ihr Moncur unterstützt und ich hoffe, das hat euch auch was gebracht, so hinter die Kulissen zu blicken, weil ich finde, das ist das Allerwichtigste. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss!